Mahlzeit und willkommen zu No Ham Barbecue, Fleisch is Love. Heute gibt es Pulled Pork im Dutch Ofen. Wie machen wir das? Ganz einfach, ihr bleibt erstmal dran. Für die Zubereitung brauchen wir diesmal wirklich wenige Zutaten. Ich habe hier ein schönes, gutes Stück Schweineschopf, ca. 2 bis 2,5 Kilo. Ich habe hier einen Apfelsaft, Naturtrüb, ein paar Zwiebeln, 4 bis 6 Stück, ist variabel, komme ich noch drauf zu, einen guten Barbecue Rub eurer Wahl und später einfach noch so schöne Burger Buns. Mehr brauchen wir erstmal dazu nicht. Nachdem es heute bei mir ziemlich stark regnet, mal mehr, mal weniger, werde ich heute anfangen mit meinem Pellet Smoker. Ich wollte mal meinen Smoker normal anzünden, bezüglich wollte ich auch mit der Feuerschale später mit dem Dutch Ofen mich heute ein bisschen spielen. Das Wetter hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber zum Glück sind wir ja flexibel, zumindest ich. Und deswegen ab rüber zum Pellet Smoker. Dann werde ich hier meinen Traeger anmachen und stelle diesen auf 120 Grad ein. Und schon kann es losgehen. Er fährt nach oben und wir sehen uns gleich wieder für die Vorbereitung. Zuerst schauen wir unser Stück Schopf hier mal an, ob hier irgendwo noch eine sehr dicke Stelle Fett ist. Die könnt ihr dann gerne ein bisschen wegschneiden. Ein bisschen Fett brauchen wir natürlich auch für den Geschmack als Träger, aber so die ganz groben Stücke ruhig hier in dem Fall mal weg. Für die letzten zwei Videos muss ich mich ein bisschen entschuldigen bezüglich der Tonqualität. Ich habe versucht mal ein neues Mikrofon zu testen. Das war leider ein Fehlversuch. Dieses Mikro hat auch schon einen Rückweg angetreten und ich hoffe, es ist nun wieder besser und ihr verzeiht es mir. Die gröbsten Stücke sind nun weggeschnitten. Es soll ja nicht befreit werden. Wir brauchen ja auch, wie gesagt, Fett und dieses intermuskuläre Fleisch hier drin. Ja, und jetzt werden wir das Ganze schön rubben. Ihr könnt euch einen Rub eurer Wahl nehmen. Ich habe hier etwas mit Bums und Rauchgeschmack genommen. Da wir heute nicht klassisch smoken werden, sondern nur ansmoken und dann eben ab in den Dutch Ofen, habe ich gern trotzdem den Rauchgeschmack hier mit dabei. Schön schauen, dass ihr überall was drauf habt. Kann ruhig ein bisschen mehr sein. Es gibt ja auch viele Rezepte, gerade unsere amerikanischen Barbecue-Freunde, die spritzen ja gerne ihr Fleisch auf. Bitte nicht in dem Fall. Das brauchen wir nicht. Wir haben hier dann später, werdet ihr sehen, kein Problem mit Flüssigkeit. Von daher ist das nicht notwendig, hier das Fleisch auch noch aufzuspritzen. Das Stück ist nun gut gerubbt. Ihr könnt natürlich am Vortag das Ganze schon tun, schön einvakuumieren oder Frischhaltefolie einpacken und schön die ganze Nacht ziehen lassen. Dann dringt das Gewürz noch ein bisschen mehr in das Fleisch hinein. Wir kommen nun zum nächsten Schritt. Wir brauchen nun unsere Zwiebeln. Ich habe beim letzten Video schon gesagt, Zwiebeln gehören mittlerweile irgendwie bei mir fast überall dazu, aber es ist halt auch schon einfach geil. Von der Haut entfernen und jetzt ganz wichtig, in der Hälfte durchschneiden und hier noch mal durchschneiden. Also wir können es vierteln oder eben auch achteln, mehr aber auch nicht. Warum? Dass wir den Boden hier auslegen im Dutch Ofen, so dass dann im Endeffekt ein Armstand zwischen Boden und dann dem Fleisch besteht. Warum, seht ihr dann. Das Ganze dann eben so weit machen, bis der Boden gut bedeckt ist. Ich bin jetzt hier wieder bei meinem Pellet Smoker. Der ist gleich auf der Temperatur von 120, wie ich es gern hätte. Pulled Pork gehört ein bisschen Rauchgeschmack dazu. Deswegen werden wir gleich das gute Stück eine Stunde darin ansmoken.
Ihr könnt das Ganze aber auch in einen Kugelgrill machen, indem ihr dann in die glühenden Kohlen indirekt diese Chunkwurz mit reinlegt und da noch ein bisschen Raucharoma bekommt. Oder wenn ihr mehrere Gerichte an einem Tag machen solltet und ihr habt eh euren großen Smoker oder den kleineren Smoker an, könnt ihr natürlich das Fleisch noch eine Stunde mit reinpacken. Meine lieben Barbecue-Freunde, die Stunde ist rum und wir nehmen unser angesmoktes Schweinefleisch rüber wieder zu unserem Brett. Am Ende benötigen wir hier eine Kerntemperatur von 90 bis 95 Grad. Jetzt werde ich einfach mal in den Kern stechen und wir haben 29,5 Grad. Das ist schon mal gut und jetzt wird es Zeit, dass dieses gut riechende Baby in unseren Dutch Oven kommt. Unsere geachtelten Zwiebeln liegen am Boden. Jetzt können wir schön unser Fleisch mittig drauf geben. Falls ihr ein großes Stück haben solltet und kommt an den Rand, da schneidet euch ein paar Zwiebeln klein und klemmt es zwischen das Fleisch und dem Ofen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, Flüssigkeit reinzugeben. Ich habe mich entschieden für diesen naturtrüben Apfelsaft und wir werden jetzt alles reingeben. Ihr könnt sehr gerne auch ein gutes Bier nehmen, am besten ein Dunkelbier oder ein Starkbier oder einfach auch nur Wasser. Wichtig, dass wir jetzt genügend Flüssigkeit haben, denn ihr kennt ja, Pulled Pork dauert normalerweise 8, 10, 12, 14 Stunden, je nachdem. Wir wollen ja auch nicht die Texas-Küche machen, das ist ein Texas-Style, sondern im Dutch-Ofen und normalerweise, jetzt nach 3 Stunden, ist unser Baby auch schon durch. Noch ein bisschen aufgeschüttelt. Ja, und schön hier reingeben. Es kann ruhig den Boden vom Fleisch auch berühren. Das ist überhaupt kein Problem. Sehr schön. Ihr habt ja beim Dutch Oven diese Einkerbung. Die ist gut, wenn ihr hier so ein Thermometer wie ich habt, um das Kabel einzuführen. Wir werden jetzt hier schön mittig das Thermometer reinstecken, dass wir die Innenkerntemperatur bekommen und hier können wir das Kabel durchführen. Mein Deckel kommt auch schon drauf. Gut verschließen. Ja, und ab auf den Grill. Mein Gasgrill ist so um die 180 bis 200 Grad eingependelt. Ich habe jetzt hier in dem Fall 4 Kammern, habe die mittleren Kammern an. Darauf stelle ich jetzt schön mittig meinen Dutch Oven, der mittlerweile schon ein gutes Gewicht bekommen hat. Hier eben mein Thermostat und der bleibt jetzt 1,5 Stunden hier drin, insgesamt 3 Stunden. Aber nach 1,5 Stunden schauen wir einfach mal, ob wir noch Flüssigkeit dazugeben müssen. Die Hälfte der Zeit ist vorbei und wir schauen mal in den Dutch Oven. Oh, Leute, der Geruch, ein Traum. Flüssigkeit ist eigentlich noch gut da. Ich gebe aber besser noch einen kleinen Schluck Wasser dazu. Gebe meinen Deckel wieder drauf und wir liegen aktuell bei 76 Grad Innentemperatur, Kern. Jetzt wieder Deckel zu und noch 1,5 Stunden. Bis dahin soll es durch sein und wir haben die Kerntemperatur von 90 bis 95 Grad erreicht. Bis gleich. Ich melde mich zurück. Die 3 Stunden sind nicht vorbei. Es ging diesmal sogar schneller. Es waren 2 Stunden 40. Da hat mein Thermometer schon gepiepst bei 97 Grad. Ich habe den Dutch Oven jetzt nach draußen gestellt. Das kann gern noch eine gute halbe Stunde stehen bleiben. Wer nicht warten will, nicht warten kann, legt los, raus damit und zerruft es. Das werden wir auch gleich tun. Ich habe jetzt nebenbei noch schon ein paar Burger Buns, Mayonnaise draufgegeben, kurz angebraten. Mehr wird es dazu nicht geben. Ja, dann holen wir das Baby mal raus aus dem Dutch Oven. Und hier ist das gute Stück. Es ist mir sogar schon was hängen geblieben im Topf, weil es so butterweich ist. Boah. Der Duft, ein Traum. Wir geben nun noch die Zwiebeln hier dazu. Die mengen wir unter und ein bisschen was von dem Saft. Und jetzt wird gepult. Butterweich. Schaut euch das an. Ich habe schon ein paar Pulled Pork gemacht und ja,
Es sind nicht immer alle was geworden. Ist auch oft die Qualität des Fleisches. Aber hier, das zerfällt richtig. Das kann man so richtig schön pullen. Hört ihr das? Saftig ohne Ende. Und ihr seht, ich vermenge das gleich mit dem Saft und den Zwiebeln. Zu guter Letzt gebe ich noch eine sehr rauchige Barbecue-Soße mit darüber, um noch mal ein bisschen Geschmack reinzubekommen. Hier könnt ihr gerne wieder nehmen, was ihr gerne wollt. Aber ich mag es eben gerne rauchig und auch ein bisschen pikant. Und das gibt mir die Soße noch mit. Ihr seht, es geht alles ziemlich schnell, sehr einfach und man hat ein tolles Ergebnis. Da muss man sich schon überlegen, warum stelle ich mich teilweise 6 bis 12, 14 Stunden hin an den Smoker und mache mir einen Pulled Pork. Es wird sicherlich hier und da noch ein bisschen andere Geschmacksexplosionen dabei sein, wenn ihr es im Smoker reinhaut. Apropos Geschmack, ich muss das endlich probieren. Saftig. Das ist sowas von saftig. Ich hätte es selber nicht geglaubt. Geschmack. Ich merke sogar was von dem Rauch noch. Nicht so intensiv, als wenn es im Smoker wäre, aber es ist was da. Diese Zwiebel mit dem Apfelsaft. Ganz speziell. Ja, dann gibt es nichts mehr zu tun, außer ab auf den Burger damit. Eine schöne Portion, nichts anderes. Und Mahlzeit.